Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görres hat vor den am Montag beginnenden US Open in New York den Einzug ins Endspiel des WTA-Turniers in New Haven, Connecticut verpasst. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe musste sich im Halbfinale der mit $799.000 dotierten Generalprobe zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres auch im zweiten Duell der Weißrussin Arina Sabalenka geschlagen geben. Nach 1:45 hieß es 4:6, 6:7, 3:7. Görres und Sabalenka lieferten sich ein gutklassiges Match, in dem die 9 Jahre jüngere Weißrussin in ihren Aufschlagspielen zunächst unantastbar blieb. Die Weltranglisten-9. Görres hatte keine einzige Break-Möglichkeit und gab selbst ihr Service zum entscheidenden 4:6 ab. Görres verpasst Chance zum Satzausgleich. Die Nummer 5 der Setzliste nahm Sabalenka dann gleich im ersten Spiel des zweiten Durchgangs den Aufschlag ab, verlor aber gegen Ende des Satzes etwas den Faden. Eine 6:5-Führung bei eigenem Service konnte sie nicht verwerten, auch eine 3:0-Führung im Tiebreak nicht. Und so verwandelte Sabalenka ihren ersten Matchball zum Sieg und wartet nun auf die Siegerin des Duells zwischen Carla Suárez Navarro, Spanien, und Olympiasiegerin Monika Puig, Puerto Rico. Julia Görres war eine von 2 deutschen Spielerinnen im Hauptfeld. Laura Siegemund, Metzingen, war bereits in ihrem Auftaktmatch an der Britin Johanna Kontar gescheitert. Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, Kiel, pausiert in der Woche vor den US Open.